Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff, ich bin stellvertretender Chefredakteur. Und am Telefon begrüße ich heute Dr. Michael Müller, seines Zeichens Laborarzt, Chef von Labor 28 in Berlin und damit Teil eines ganz großen, weltweit agierenden Laboranbieters und nicht zuletzt der Vorstandsvorsitzende des Laboranbieterverbands Akkreditierte Labore in der Medizin, kurz ALM. Und der hat heute gerade ein Gutachten zum Thema Abrechnung in IMVZ mit dem BBMV zusammen herausgegeben. Hallo, Herr Dr. Müller. Guten Tag, lieber Herr Gerloff. Herr Dr. Müller, fangen wir vielleicht an einer anderen Stelle an. Es ist ja schon ein paar Tage her, sogar fast 3 Monate, wenn wir ehrlich sind. Aber haben Sie 2023 ein schönes Weihnachtsfest verbracht? Ja, ich habe ein schönes Weihnachtsfest verbracht. Ich wohne seit 3 Jahren auf dem Land und auf dem Land war es sehr gemütlich. Familie war da und wir haben eine sehr schöne Zeit miteinander verbracht, sind in der Natur viel spazieren gegangen. Und da kann man die Gedanken auch fließen lassen und das Jahr gut abschließen. Das ist schön. Den Hintergrund dieser Frage können Sie sich wahrscheinlich schon denken. Sie leiten ein Labor MVZ in Berlin. Das hatte ich eben gesagt. Das gehört zu Sonic Healthcare, einem der größten Labordienstleister weltweit, börsennotiert. Also ein, wenn man so will, ein nicht ganz untypisches IMVZ-investorengetragenes MVZ. 2022 nun, um die Weihnachtszeit herum, äußerte sich der Bundesgesundheitsminister Lauterbach bekanntlich warnend in Richtung investorengetragene MVZ. Diese würden 2022 ihr letztes schönes Weihnachten verbringen. Also es war nicht ihr letztes schönes Weihnachten, sie hatten 2023 auch noch ein schönes Weihnachten. Und wenn man so zurückblickt aufs vergangene Jahr, passiert ist ja eigentlich auf der politischen Ebene wenig bis gar nichts. Herr Dr. Müller, sind Sie darüber froh? Also es ist ja ein bisschen was passiert. Die Debatte ist ja weitergelaufen. Der Bundesrat hat einen Entschließungsantrag auf den Weg gebracht, die Bundesregierung nochmal aufgefordert, diesbezüglich etwas zu tun. Und insofern war das Jahr, sage ich mal, nicht ohne Aktivität, was das Thema angeht. Wir selber, der ALM e.V., haben ja zusammen mit dem BBMV im letzten Jahr auch das Memorandum veröffentlicht, was sich nochmal mit inhaltlichen Fragen auseinandergesetzt hat, nochmal eine Zusammenfassung gemacht hat. Letztes Jahr hat der BBMV selber nach 20 Jahre MVZ diesbezüglich eine aus meiner Sicht sehr Veranstaltung gemacht, in der Vertreter aus KV, Politik und weiteren Strukturen nochmal darüber debattiert haben. Im Ergebnis kann man schon sagen, dass die Debatte doch inhaltlich relativ dünn ist. Die Vorbehalte, die Vorurteile werden weiter wie üblich vorgetragen. Evidenz für die Richtigkeit wird eher nicht vorgetragen. Und an dieser Stelle stoppt die Debatte und gleichzeitig sind ja doch sehr angesehene Rechtsgutachten, zum Beispiel Professor Burgi, veröffentlicht worden, die auch nochmal dargelegt haben, dass der Rechtsrahmen für eine weitergehende Regulierung von MVZ doch schon noch sehr beschränkt ist und dass man das nicht willkürlich einfach machen kann. Ich erinnere mich, wir hatten im Frühsommer, glaube ich, ein Interview mit Ihnen auch. Mhm. Da hatten Sie sogar eine Rücknahme von Regulierungen bei MVZ-Gründungen gefordert. Zum Beispiel, dass es nicht mehr nötig sein solle, ein Krankenhaus zu kaufen, um danach dann eine MVZ-Kette aufzuziehen. Das war dann sozusagen die Gegenseite. Das ist ja ein bisschen wie so ein Tauziehen bei den Argumenten. Ist es so? Ja, also diese Forderung besteht ja auch weiter und interessanterweise gibt es ja auch einige Stakeholder, die das durchaus ja auch nachvollziehen können. Das sind ja auch Vertreter von Kassen und Kassenverbänden. Es gibt auch Politiker und Politiker, die das nachvollziehen können. Manche sagen das öffentlich, andere sagen das nicht öffentlich. Wenn man das sich nochmal anguckt, dann geht es doch um die Frage, kann man patientenzentriert und qualitätsorientiert Versorgung ambulant und stationär garantieren, wenn dazu es erforderlich ist, ein Krankenhaus zu besitzen, um ambulante Strukturen patientenzentriert, qualitätsorientiert aufzubauen, dann ist das eine Bedingung, die letztendlich mit dem Versorgungsauftrag wenig zu tun hat. Deswegen wäre es richtig, auf den Stand von 2003, 2004 zurückzugehen und zu sagen, wer in dem Leistungsgeschehen etabliert ist, darf auch ein MVZ gründen und darf auch MVZs in Gruppen zusammenschließen. Mhm. Und die Debatte geht aus unserer Sicht
an die falsche Stelle, wenn sie sich darum kümmert, wie die Struktur zu sein hat. Sie müsste sich vielmehr darum kümmern, wie ist Versorgung, wie ist Qualität, wie ist die Patientenzentriertheit ausgerichtet, wie ist sichergestellt, dass der Zugang zu Versorgung, die Verfügbarkeit von Versorgung gesichert ist. Das alles auch vor dem Hintergrund, dass wir zunehmend Behandlungen und Diagnosen im ambulanten Behandlungssetting stellen und machen können. Und insofern ist diese Debatte um den Krankenhausvorbehalt eher fehlgeleitet. Mhm. Und darum fordern wir das auch weiterhin, dass das eigentlich sinnvoll ist, das Geld nicht in Krankenhausstrukturen zu binden, sondern dahin zu investieren, wo es hingehört, nämlich in die ambulante Versorgung. Mhm. Was dann jetzt aus dem Hause Lauterbach kommen wird, das ist ja noch immer völlig unklar. Nicht? Schützt Sie da die koalitionsinterne Uneinigkeit oder woran liegt das, dass das noch nicht so richtig abzuhalten ist? Also einerseits hat ja die Fachebene, das ist ja jetzt ein gutes Jahr her, auf die kleine Anfrage der Unionsfraktion, ja ein Papier veröffentlicht, das den Bewertungsstand Anfang 23 widerspiegelt. Und im Ergebnis kann man sagen, es gibt keine Hinweise, keine Evidenz, dass es einen echten Regulierungsbedarf gäbe, der das erforderlich machte, hier in den Gründungs- und Zulassungsvoraussetzungen weitere Beschränkungen einzuführen. Und wenn ich die Äußerungen, die zum Beispiel der Abteilungsleiter Herr Weller aus dem BMG an verschiedenen Stellen, Kassengipfel, andere Veranstaltungen öffentlich gemacht hat, ich habe fast wörtlich gesagt, weil man weiß, man wisse gar nicht so genau, was man in dieses Versorgungsstrukturgesetz hineinschreiben soll diesbezüglich. Mhm. Und auf eine Frage hat er auch gesagt, dass ja bestimmt, man muss auch das differenziert möglicherweise sehen, dass beispielsweise diagnostische Fächer wie Laboratoriumsmedizin, die ja schon lange erstens sektorenübergreifend und zweitens auch überregional, sowohl in inhabergeführten Strukturen als auch bei nichtärztlichen Kapitalgebern organisiert sind, dass man das möglicherweise auch differenziert zu sehen hat. Und auch die Frage, wie jetzt das Thema der ärztlichen Leitung zu bearbeiten ist, in welcher Weise eine Stärkung möglich ist, ist auch eine Frage. Und darüber hinaus spielt ja auch eine Rolle, wie die ärztliche Selbstverwaltung den Beruf des Arztes und der Ärzte, also die Freiberuflichkeit der Ausübung des Arztberufes auch weiterentwickelt und entsprechend kontrolliert und hier den Ärzten und Ärzten hinsichtlich der freiberuflichen Ausübung der Tätigkeit auch den Rücken stärkt. Mhm. Also Sie haben ja eben gerade erwähnt, dass es ja eigentlich um die Strukturen der Versorgung geht, dass die aufrechterhalten werden. Und nun haben Sie zusammen mit dem MVZ-Betreiberverband BBMV, also Sie sind jetzt ALM, akkreditierte Labore in der Medizin, ein Gutachten vorgelegt, in dem es eigentlich darum geht, dass man tatsächlich sich die Versorgungsstrukturen anguckt als Körperschaft, als KV und weniger die Betreiberschaft der Praxen und MVZ. So habe ich das eigentlich verstanden. Es geht um das Gutachten, das am Montag vorgestellt worden ist zum Thema Abrechnungsverhalten von IMVZ. Was ist das Ziel dieser Publikation zu diesem Zeitpunkt, Herr Dr. Müller? Die Studie ist ja überschrieben mit dem Titel Evidenz hilft, beeinflusst die Übernahme durch private, nichtärztliche Kapitalgeber das Abrechnungsverhalten von MVZ. Ziel ist darzustellen, anhand der Stichprobe, die hier gewonnen worden ist, dass es ohne weiteres und ohne großen Aufwand möglich ist, den gesetzlichen Auftrag nach § 95, nämlich die Überprüfung des Versorgungsauftrages, anhand von Fallzahlen und Gebührenordnungsposition nachzuvollziehen. Das haben wir hier vorgenommen an der Stichprobe und haben vier Quartale vor und vier Quartale nach der Übernahme uns die Abrechnungsdateien, also das, was die Leistungserbringer an die KV übermitteln und den dazugehörigen Honorarbescheid angeguckt und entsprechend ausgewertet. Das soll ja den Hinweis dann ergeben und die Frage aufwerfen, warum gibt es keine öffentlich zugänglichen Auswertungen nach § 95? Die sind ja von den KV an die Landesbehörden zu übermitteln und die dann tatsächlich das Abrechnungsverhalten aller Leistungserbringer überprüft hinsichtlich des Versorgungsauftrages. Also wird das, was als Versorgungsauftrag zugelassen worden ist, auch erfüllt und wie ist die Entwicklung von Abrechnung? Das haben wir mit dieser Studie untersucht und damit auch gezeigt, dass das ohne großen Aufwand möglich ist und die KV, die Kassenärztlichen Vereinigungen, auch alle diese Daten vorliegen haben.
Also es geht um Transparenz bei der Abrechnung, um mehr Transparenz. Wenn Sie ein bisschen konkreter werden wollen, welche Parameter würden Sie denn da vergleichen als KV oder was würden Sie der KV da mitgeben mit Blick auf das Gutachten? Und letztlich betrifft es ja dann alle Leistungserbringer und nicht nur die IMVZ, oder? Wenn man sich das anschaut. Ja, also selbstverständlich betrifft das immer alle Leistungserbringer, weil der, wenn man patientenzentriert und qualitätsorientiert schaue und die Versorgung betrachte, dann ist es zunächst einmal unabhängig davon, ob ein Patient, eine Patientin in einer Einzelpraxis, in einer BRG, einer Gemeinschaftspraxis, in einem MVZ, der KV, eines Krankenhauses, eines nicht ärztlichen Kapitalgebers über ein Krankenhaus versorgt wird. Das ist die Frage, ist diese Versorgung entsprechend der medizinischen Erfordernisse und entsprechend der Kriterien und Regeln, die auch im SGB-5 wiedergespiegelt sind. Insofern ist es dann ja auch richtig, dass die Leistungserbringer ihre Abrechnungsdaten quartalweise, so ist es ja vorgesehen, an die Kassenärztlichen Vereinigung übermitteln. Die führen die sachlich-rechnerische Richtigstellung durch, klären also, ob alle die Regeln im EBM, alle Abrechnungsregeln eingehalten sind, ob Höchstwertbegrenzungen, Nebeneinanderabrechnungen und dergleichen mehr zu korrigieren sind. Und dann entsteht daraus der Honorarbescheid, der unter dem Vorbehalt des Widerspruches ja verbindlich ist. Und dann besteht der gesetzliche Auftrag. Und genau das haben wir nachvollzogen, anhand von Fallwerten und Fallzahlen und Gebührenordnungspositionen nachzuschauen, ob der dem Leistungserbringer übertragene Versorgungsauftrag auch ausgefüllt wird oder nicht. Und Kriterien können da zum Beispiel sein, der Fallwert, der wird in Honorarberichten der Kassenärztlichen Vereinigung, auch der KBV, fachgruppenbezogen ja auch dargestellt. Und ob zum Beispiel die Verteilung der Gebührenordnungspositionen, die ja das Pendant sind zum Abrechnungsverhalten und zum Leistungsgeschehen, ob sich die Zusammensetzung der Gebührenordnungspositionen, die relativen Verteilungen, ob die sich ändern und ob die Auffälligkeiten zeigen. Mhm. Und das ist in der Studie dargestellt. Ja. Und dazu müssten die KV Berichte geschrieben haben. So steht es im Gesetz. Und diese Berichte müssten sie ihren Landesbehörden auch übermittelt haben. Und dann müsste man das sehen. Jetzt ist die Frage, findet denn die Mehrheit der Vertragsärzte es tatsächlich richtig, dass es bei der Wirtschaftlichkeitsprüfung und bei den Plausi-Prüfungen, dass da die Schraube wieder angezogen wird? Am Ende muss sich ja dann jeder Arzt, jede Ärztin für jede Abweichung vom Durchschnitt rechtfertigen. Und von Prüforgien haben die Ärztinnen und Ärzte doch eigentlich genug. Stichwort Misstrauenskultur, die ist ja zuletzt sehr in die Kritik geraten. Ja, absolut richtig. Dann würde man ja die Frage stellen, was ist ein Aufgreifkriterium, also ein Schwellenwert, der zu überschreiten ist, damit überhaupt eine weitergehende Wirtschaftlichkeitsprüfung oder Abrechnungsprüfung erfolgt. Mhm. Da kann man vortrefflich drüber diskutieren, was der richtige Beitrag ist. Das ist ja auch gerade aktuell der Fall, was der richtige Beitrag ist, in welchem Zusammenhang und dergleichen mehr. Diese Vorbehalte und diese Misstrauensstruktur besteht ja offensichtlich MVZ-Strukturen in der Hand von nichtärztlichen Kapitalgebern gegenüber auch. Und da wird ohne weitere Prüfung und ohne Evidenz werden Dinge in den Raum gestellt, die man mit Anwendung der gesetzlichen Regelung zumindest anschauen können, ob die berechtigt sind oder nicht, ob es Hinweise gibt dafür oder nicht. Und da die Ärzteschaft, die Vertragsärzteschaft, die ihr überwiesen und übergebenen Gelder der mobilitätsbedingten Gesamtvergütung und der extrabudgetären Gesamtvergütung ja selbst verwaltet und auch selbst verteilt, ist es nicht so weit hergeholt, wenn sich die Ärzteschaft dann intern, also nach diesem gesetzlichen Auftrag, auch mit Regeln befasst, dass die Inanspruchnahme dieser MGV nach bestehenden Regeln erfolgt. Also Transparenz ist einfach, ja. Da haben Sie ein großes Interesse daran, weil Sie ohne Evidenz, wie Sie sagen, verdächtigt werden als Investoren getragene MVZ. Wollen Sie diese Evidenz gerne herstellen? Und der Gesetzgeber möchte vor allen Dingen, dass die Evidenz hergestellt ist, weil der Gesetzgeber in dem SGB V das so hineingeschrieben hat, dass die Versorgungsaufträge zu überprüfen seien. Und es ist schon schwer verständlich, dass sozusagen Rosinenpickerei in den Raum gestellt wird, nur dafür keine Belege sind. Die einzige mir bekannte KV ist die KV Berlin, die in einem der KV-Blätter tatsächlich für das Jahr 2021
diese Prüfung öffentlich gemacht hat und ich glaube festgestellt hat, dass die Versorgungsaufträge zu knapp 98% vollständig erfüllt worden sind. Weitergehende Daten sind da nicht veröffentlicht. Zumindest ist das für mich das einzige Beispiel, wo das transparent ist. Ansonsten gibt es Honorarberichte, die kümmern sich um statistische Auswertungen der verteilten Honorare und beziehen sich dann auf Fallzahlen, auf die Aufteilung MGV und EGV und andere Themen und kümmern sich dann um Fallwertveränderungen. Und das ist ja auch ein Auftrag, dass die KV und auch die KBV das machen. Das wird quartalsweise hergestellt. Die KV sind da unterschiedlich aktuell und auch die KBV ist da entsprechend den aktuellsten Daten mit Veröffentlichung unterwegs. So ist es. Dann kommen wir jetzt nochmal zu einem anderen Thema, das in Ihrem Gutachten konsequent ausgespart wird. Das ist ja auch nicht das Thema in dem Moment. Das ist die Privatabrechnung. Gerade hier hat es ja zuletzt von Panorama in der ARD einen Bericht über ein Abrechnungsseminar für Ärztinnen und Ärzte bei der Augenarztkette Artemis gegeben. Dort soll den Teilnehmerinnen und Teilnehmern nahegelegt worden sein, bei bestimmten Leistungen quasi immer den Höchstsatz abzurechnen, unabhängig davon, wie schwierig es tatsächlich war. Und mögliche Begründungen dafür wurden dann mitgeliefert. Das ist vielleicht so ein bisschen jetzt grob wiedergegeben, aber in etwa so ist es gewesen. Jetzt haben dann Rechtsexperten, die von der ARD befragt worden sind, gesagt, das sei eine Anstiftung oder das könne man sehen als Anstiftung zum bandenmäßigen Abrechnungsbetrug. Herr Dr. Müller, wo keine Kontrolle ist, da schlagen die IMVZ zu oder vielleicht auch andere Ärzte, das ist ja da nicht untersucht worden bei dem Beitrag. Wie würden Sie diesen Beitrag einordnen? Ja, es ist einer der vier typischen Beiträge, der ja endet mit einem wieder entsprechenden Vorwurf pauschaliert an die Gruppe der MVZs, die von nichtärztlichen Kapitalgebern getragen sind, ohne das mit Evidenz zu unterlegen. Ich kann mich jetzt, weil ich von Augenheilkunde viel zu wenig verstehe, zu dem Sachverhalt im Detail gar nicht äußern. Ist, glaube ich, auch für die Frage weniger relevant. Also was mir aufgefallen ist in der Konsequenz, dass der Träger, also der Investor, wenn wir so wollen, direkt reagiert hat und entsprechend der Compliance-Regeln und der Verfahrensweisen und der Verpflichtung zur Einhaltung von Gesetz und Verordnung hier Konsequenzen gezogen hat. Das ist ein aus meiner Sicht wichtiger Aspekt. Und wenn man dann an die nichtärztlichen Kapitalgeber Vorwürfe adressiert, sollte man das zumindest auch mal betrachten. Der zweite Teil ist, dass Ärztinnen und Ärzte, die ja letztendlich für ihre Behandlung verantwortlich sind, damit auch für die Abrechnung, hier entsprechend reagiert haben, wenn sie Störgefühle haben. Und selbstverständlich kann es nur so sein, dass alle Strukturen, Praxen, BAGs, MVZs, Ärztinnen und Ärzte, die für sie geltenden Regelungen der Gebührenordnung für Ärzte klar einhalten. Dazu kommt etwas, was in der Ärzteschaft ja seit Jahren debattiert wird, nämlich, dass wir mit einer Gebührenordnung für Ärzte zu tun haben, die mehrere Jahrzehnte alt ist, die in der Ausgestaltung der Gebühren und Gebührenhöhe, also das Leistungsverzeichnis ist überaltet, moderne Medizin findet sich in der GOE nicht wieder. Gleichzeitig sind die Honorarsätze auf der Basis der 80er Jahre nachgetragen und insofern besteht ja ärzteseitig auch das Interesse daran, dass die sich entwickelnden Kosten auch in der Gebührenordnung für Ärzte abgebildet werden. Bedauerlicherweise ist die finalisierte Fassung einer zwischen PKV und Bundesärztekammer geeinten Version noch nicht zu Ende gedacht. Und der Bundesgesundheitsminister hat ja deutlich gemacht, dass der aufgrund des fehlenden Auftrages auch im Koalitionsvertrag hier wenig Motivation sieht, einer GOE-Reform jetzt zu verabschieden. Das setzt natürlich auch die Ärzteschaft, was die Behandlung Privatversicherter angeht, unter Druck. Und dort gab es ja auch schon verschiedene öffentliche Äußerungen, wie man mit dieser Gebührenordnung für Ärzte im Sinne von Einzelvereinbarung umgehen kann, um dem Kostendruck auch irgendwie entsprechen zu können. Das ist in dieser Debatte, glaube ich, auch noch ein wichtiger Punkt. Und die Kontrolle würde ja letztendlich obliegen den Privatversicherungen selber. Die sind da ja auch ganz unterschiedlich aufgestellt und auch unterschiedlich motiviert, weil letztendlich ist da ja auch in der Privatversicherung der Privatversicherte Kunde einer Versicherung.
Und da wird möglicherweise auch mehr zugelassen, als in der GKV zugelassen wird bei einer systematischen Abrechnungsprüfung. Das ist aber, kann ich im Detail gar nicht so genau bewerten. Ich nehme nur wahr, dass es da eben Unterschiede gibt. Ja, da haben Sie ja jetzt weit ausgeholt und so ist es ja in der Tat. Also diese jahrzehntelange, sagen wir, beschönigende Preisstabilität beim Punktwert in der GOL, die macht ja tatsächlich Leistungen Jahr für Jahr ein bisschen weniger rentabel, nicht? Das wird gerne vergessen dabei. Richtig. Und wann man einen höheren Faktor nimmt und wann nicht, das ist ja nicht immer ganz eindeutig. Und Tipps, wie man Faktorerhöhungen begründet, gibt es in jedem Abrechnungsseminar. Und Sie haben zu Recht hingewiesen auf die Empfehlungen, die von der Bundesärztekammer und den Berufsverbänden ausgegangen sind, durchaus auch mal dann mit dem Patienten, das auch transparent natürlich, dann höhere Faktoren abzumachen mit den nötigen Begründungen, beziehungsweise wenn es dann zur Abdingungserklärung kommt, sogar, dass der Patient dann eventuell oder die Patientin eventuell zuzahlen muss. Also da wird ziemlich rumgeeiert, wenn man so will. Im Labor haben Sie da ja nur wenig Spielraum, nicht? Ja, im Labor sind wir vor allen Dingen durch die Steigerungsfaktoren erheblich eingeschränkt. Das ist 1,15. Es gibt unter erheblichen Begründungsverpflichtungen die Möglichkeit, 1,3 oder 1,8 abzurechnen. Und dann war es das ja auch schon. Ich finde, grundsätzlich sollte man sich auch nochmal mit der Debatte befassen. Wir sind als Ärztinnen und Ärzte dem Gemeinwohl verpflichtet und jedem einzelnen Patientenwohl und dem Bestmöglichen, was Behandlung, Diagnose angeht, verpflichtet. Und dazu gehört auch, dass man mit Patienten und Patienten transparent bespricht, welche finanziellen Rahmenbedingungen man hat und was eine solche Behandlung an Honorar auslöst, wenn man privat versichert ist oder potenziell auch an Kosten auslöst, wenn man gesetzlich versichert ist. Das kann man auch ganz unaufgeregt darstellen. Das macht ein Handwerkermeister auch so. Und niemand stellt das in Frage, dass die Stundensätze, die dort aufgerufen werden, auch transparent sind. Da tun wir uns als Ärzte und Ärzte manchmal heute deutlich schwerer. Und was ich kritisch sehe, ist, dass dann, wenn Fehlverhalten aufgedeckt wird, was ja richtig und wichtig ist, dass geguckt wird und Fehlverhalten identifiziert wird, dass dann gewisse Neigungen bestehen, das zu pauschalisieren und auf alle zu übertragen. Das finde ich in der Debatte wirklich kritisch und dient am Ende des Tages ja auch nur zu meiner politischen Meinungsbildung in eine bestimmte Richtung. Finde ich wenig differenziert und auch hat wenig Evidenzgehalt. Ja, das ist schon ein ziemlich, also die Chuzpe, die da in diesen Empfehlungen zur Abrechnung steckte, das hat mich schon ein bisschen erschreckt. Am Ende steht ja dann der Arzt oder die Ärztin dafür, wie er abrechnet oder sie. Und wenn das kontrolliert wird, dann kann sich der Betreiber so ein bisschen die Hände in Unschuld waschen, weil am Ende, Sie haben es gesagt, jeder Arzt, jede Ärztin ist dem Gemeinwohl verpflichtet und der Berufsordnung. Und wenn man dann eine Abrechnung macht, die dem nicht entspricht, dann kann man ja schlimmstenfalls die Approbation verlieren, nicht? Und auf der anderen Seite eben, wenn da Druck ausgeübt wird auf ärztliche Beschäftigte, dann ja, das ist schon ein Feld. Ja, wo kann man da Pflöcke einschlagen, dass sowas nicht passiert? Auf jeden Fall ist wichtig, dass sich Ärzte und Ärzte bewusst sind, auch zum Beispiel, wenn sie die Abrechnung der Privatversicherten an eine externe Stelle auslagern, zum Beispiel privatärztliche Verrechnungsstellen. Ja. Der zentrale Aspekt ist eine richtige Dokumentation der Prozeduren, der Behandlung und der Diagnosen. Und anhand der Dokumentation kann dann ja gegebenenfalls, wenn der Fall so ist und so dargelegt wird, kann ja eine Begründung erfolgen, warum in diesem Einzelfall die entsprechenden Steigerungssätze geändert werden können oder auch nicht. Ja. Und die Dokumentation ist ein wichtiger Aspekt und jedenfalls habe ich das jetzt zuletzt vor Wochen angeguckt, dass diesen Bericht von Panorama ist ein Teil der Dokumentation auch ein wichtiger Aspekt. Andererseits, jetzt ohne auf diesen Panorama-Bericht Bezug zu nehmen, ist es auch so, dass für viele junge Ärztinnen und Ärzte es manchmal auch schwierig ist, solche Dokumentationen richtig nachzuvollziehen, weil es ja wenig Schulung und Ausbildung auch innerhalb der Weiterbildung gibt zu diesen Fragestellungen. Wie funktioniert Abrechnung, auf was ist zu achten und dergleichen mehr. Und das
gilt für beide Bereiche, für die vertragsärztliche Versorgung der GKV-Versicherten wie die Privatversicherung. Und vielleicht ist es auch richtig, hier sowas wie eine Pflichtschulung zu bekommen, damit einem das bewusster wird als Ärzte und Ärzte, wie Dokumentation diesbezüglich ist und auch zu sein hat. Also, dass man weder dem Druck des Arbeitgebers schutzlos ausgeliefert ist, noch ganz und gar die Dokumentation vergisst und damit im Grunde genommen ja nicht höher abrechnen kann oder eben am Ende bei einem Streit schutzlos auch in dieser Richtung dazustehen, nicht? Ja, also ich würde auch nicht unbedingt sagen, Druck von wem auch immer. Das kann ja auch in einer Gemeinschaftspraxis mit Mehrheitsgesellschaft dann geschehen. Das stimmt, ja. Das ist ja unabhängig von der Frage, in welcher Struktur ich bin, sondern die Fragestellung ist doch, wie können alle ihrer jeweils individuellen Verantwortung nachkommen und hier das Behandlungsgeschehen so dokumentieren, dass daraus eine Abrechnung wird. Und das wird die große Mehrheit auch genauso tun und auch sehr verantwortungsvoll tun und sich entsprechend orientieren. Es gibt ja eine ganze Reihe einschlägiger, auch sehr, sehr guter Kommentare zu beiden Themen. Und wer das beherzigt, wird immer auf der richtigen Seite stehen. Und die schwarzen Schafe, die es gibt potenziell, die wären zu identifizieren und sind dann auch wieder auf die korrekten Rahmenbedingungen und Einhaltung von Rahmenbedingungen zur Abrechnung zu verweisen. Dafür gibt es in der kassenärztlichen, vertragsärztlichen Versorgung eine Struktur, haben wir vorhin angesprochen, Wirtschaftlichkeitsprüfung, Abrechnungsprüfung, sachlich-rechtliche Richtigstellung. In der privatärztlichen Versorgung gibt es die Überprüfung der Abrechnung durch den medizinischen Dienst der jeweiligen Versicherer mit all dem, was dann möglicherweise folgen kann. Gut, die schwarzen Schafe, mögen Sie nicht die Politik bestimmen alleine. Dann machen wir jetzt am Ende nochmal einen Blick auf die große Bühne der Politik, wagen wir das nochmal. Also vielleicht legen wir das mal gegeneinander. Wie stellen Sie sich eine ideale Versorgungslandschaft mit niedergelassenen Ärzten, BAG, also Berufsausübungsgemeinschaften und MVZ vor, in der es keinen Missbrauch von Marktmacht gibt und keine Überdehnung von Abrechnungsregeln und keine Rosinenpickerei, die bestimmte Bereiche der Versorgung einfach ausblendet? Und dagegen gelegt, was erwarten Sie von einer MVZ-Gesetzgebung der Ampel, wenn sie denn jemals kommt, für die Versorgungslandschaft? Das ist jetzt nochmal eine ganz große Frage. Ja, und wer hätte Platz für noch einen Podcast? Ich versuche das mal sehr zu konzentrieren. Also zu dem ersten Teil. Es beginnt damit, dass Versorgung, ob stationär oder ambulant, in vernünftigen Rahmenbedingungen, die für die handelnden Personen auch Planungssicherheit vermitteln, dass die dort stattfinden. Je klarer und je planungssicherer diese Rahmenbedingungen sind, desto weniger gibt es die Neigung, die Tendenz, dass wirtschaftliche Interessen oder wirtschaftliche Anreize gefolgt wird. Heißt also eine auskömmliche Vergütung jeder einzelnen Leistung zu demselben Preis, Stichwort Entbudgetierung. Und dann können auch ist das System auch gut ausbalanciert. Dazu gehört auch aus meiner Sicht ein guter Interessenausgleich zwischen den verschiedenen Fachgruppen, was die Anerkennung der Leistung jeweils angeht, was auch die Vergütungshöhen und die Entwicklung von Leistungsmengen angeht. Hier spielt auch die Frage von Innovation eine Rolle. Wie kommt Innovation in Versorgung? Zu welcher Vergütung kommt sie in die Versorgung? Und ist die Gesellschaft bereit, hierfür auch entsprechend zusätzliche Finanzmittel, Stichwort Entwicklung der MGV, zur Verfügung zu stellen? Es ist ein Dilemma, das in den Verhandlungen zwischen den Vertragsärzten und den gesetzlichen Krankenkassen das System so eingestellt ist, dass letztendlich die Vertragsärztinnen und Vertragsärzte sich in den Verhandlungen nicht durchsetzen können. Das finde ich persönlich ganz bedauerlich. Und diese Rahmenbedingungen, die gestalten ja auch sozusagen die Frage, sind wirtschaftliche Anreize, werden die Ärzte verfolgt oder nicht verfolgt? Das finde ich den einen Teil. Und zum Versorgungsstärkungsgesetz oder ich sehe überhaupt keine Notwendigkeit, die Frage von MVZ weiter zu regulieren, bis auf die Entregulierung, also zurück zum Anfang. Das wäre sehr stichhaltig. Ich würde es auch richtig finden, zunächst einmal, bevor man über Regulierung nachdenkt,
Wirkungen von Beschlüssen anzugucken. Zum Beispiel, was hat die Beschränkung bei den zahnärztlichen MVZs hinsichtlich der Marktanteile, also Stichwort TSGV G1, was hat sie denn tatsächlich bewirkt? Und wie ist die Versorgung mit zahnärztlichen Praxen, ob nun Inhaber geführt oder in MVZ-Gruppen, nicht ärztlichen Kapitalgebern? Wie hat sich das tatsächlich verändert? Dann hat der gemeinsame Bundesausschuss die Möglichkeit, über die gesetzgeberischen Kompetenzen Qualitätssicherungsrichtlinien zu erlassen, hier auch die Möglichkeit, Rahmenbedingungen zu verändern. Ich würde das für richtig erachten, wenn wir uns auch, wenn man über Patientenzentriertheit, Qualitätsorientiertheit spricht, im ambulanten Bereich zumindest mit der Debatte zu befassen, wie können wir Qualitätskriterien entwickeln, die dann transparent sind und die dann auch messbar sind und an deren Ausübung man oder Ausführung man tatsächlich dann sagen kann, es läuft in die richtige Richtung. Das können Ärzte und Ärzte sicherlich gut bewerkstelligen. Es braucht halt die Einstellung auch dazu. Im Krankenhaus gibt es das teilweise, einige Fachgebiete. Die Nephrologie hat das, die Dialysen sind in sehr klare Qualitätsmanagement- und Sicherungskonzepte eingebunden. Es ist so, beim Labor ist es so, dass wir unser Honorar der KV nur bekommen, wenn wir bei den Abrechnungen die positiven Nachweise von Qualitätssicherung, also Ringversuchen, mitschicken. Da ist quasi schon das Honorar an Qualitätssicherung geknüpft. Soweit muss man nicht gehen, aber da gibt es eine Menge Möglichkeiten. Und insofern finde ich das eher ein gutes Zeichen, dass das BMG nach wie vor nicht so richtig einen Vorschlag hat, wie die Regulierung sein könnte. Es gibt halt immer wieder Interessen, die da entsprechende Regelungen vortragen. Zentraler finde ich die Frage, und das ist ja innerärztlich dann ein Thema, dass wir uns den Kollegen, vor allem den jungen Ärzten und Ärzten klar machen, was der Arztberuf und der Ärztinnenberuf ist, wie wichtig Freiberuflichkeit ist, wie wichtig die Unabhängigkeit von Diagnose und Behandlung und die Weisungsfreiheit von nichtärztlichen Dritten ist und dass das auch nicht verhandelbar ist, diese Frage. Und dann, das müsste aus meiner Sicht dann die Vertragsärzteschaft selber regeln. Also ich würde mich freuen, wenn auch dieser Sommer, wenn das nächste Weihnachtsfest 24 genauso schön ist und wir ohne eine Regelung bezüglich der MVZ Weihnachten feiern können. Da haben wir uns jetzt einen Podcast gespart. Vielen Dank für diesen Blick in die Glaskugel oder vielleicht auch für den Blick auf eine Versorgungslandschaft, wie sie funktionieren könnte, ohne zusätzliche Regulierung oder sogar vielleicht mit weniger Regulierung. Sie haben uns heute das Thema Abrechnung in investorengetragenen MVZ-Strukturen ein Stück näher gebracht und auch nochmal wieder gezeigt, dass es ja eigentlich generell um das Thema Abrechnung geht. Und Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Das ist wahrlich eine alte Weisheit. Da werden sich die KV in Zukunft und auch die privaten Versicherer ein bisschen wappnen müssen. Das ist wohl so, um Missbrauch zu verhindern. Und mal sehen, was der Gesetzgeber am Ende dann doch noch machen wird. Alles Gute für Sie. Vielen Dank, Herr Galloff, für Sie auch. Und auch wieder vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Ärztetag. Tschüss.